Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bus-Simulator 18. Ich habe ein bisschen weitergespielt und damit einen neuen Distrikt freigeschaltet. Den werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, denn wir hatten ja eine Aufgabe schon mal versucht. Da habe ich mich aber ein bisschen verfahren. Bei der Ringlinie war das oder bei der Rundfahrt. Und deswegen habe ich das jetzt schnell nochmal offscreen selbst gemacht und zeige euch, was sich verändert hat. Und werde euch natürlich auch den neuen Distrikt zeigen. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht gespielt. Ist auch für mich neu und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Wir werden es aber gleich sehen. Denn wir müssen, so viel weiß ich schon, eine Linie da durchbauen. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Natürlich. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. So. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, ja, wenn die Freunde mal heiraten, natürlich fährt man da mit dem Bus. Erstelle eine neue Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche beinhalten Agricultural Zone and Industry Zone. So. Ja, dann würde ich sagen, wie viele Haltestellen müssen wir denn? Upp. Ein bisschen komisch. So. 3 pro Zone. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir doch mal eine von hier. Nutrivor Forschungslabor. Kornstraße, Landwirtschaftszentrum, das bietet sich hier an. Nee, das machen wir anders. Passt auf. Wir machen es so. Zup. Und dann machen wir hier noch 3. Ja, ich denke, so kann man es machen. Speichern. Okay, fahre die Strecke. Erstelle eine Strecke mit maximal 10 Haltestellen, welche beinhalten. Das können wir auch schon schnell machen. Dann machen wir direkt die Linie auch noch. Machen wir noch eine neue Linie. Ich zeige euch gleich noch was, bevor wir dann wirklich mit der Linie dann starten. Aber erstmal versuchen wir jetzt noch 2 Agricultural, Shopper Grounds, Oakville und Siegwalden. Okay. Dann machen wir das mal so. So, Shopper Grounds. Wo soll es dann noch hingehen? Oakville und Siegwalden. Ja gut, dann machen wir es so. Zack. Und dann Oakville. Das alte Sägewerk. Hier ist es. Ihr habt es mir in die Kommentare geschrieben, dass es diese Haltestelle gibt. Das ist ja der Hammer. Da freue ich mich schon drauf. Die Geschichten, die davon erzählt wurden, das war ja wirklich klasse. Also so, und dann überspringen wir diese Haltestelle hier und werden dann... Okay, mit mindestens 10 Haltestellen. Moment, dann machen wir es doch anders. Dann werden wir die auch noch mitnehmen und anfahren. Und dann soll die Linie mal hier enden. In Lido. Okay, speichern. Haben wir auch. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal, aber eher mit der vorigen Linie, also mit der Zuckerfabrik. Und bevor wir das machen, zeige ich euch nochmal kurz die Garage, denn ich habe ja weitergespielt und da hat sich jetzt ein neues Level ergeben und tada, wir haben einen neuen Bus freigeschaltet. Hier, Urban Way 12 Meter Erdgasbus von Iveco. Den werden wir auch kaufen, sobald wir uns das leisten können. Wir haben aktuell 178.000, wir brauchen 330.000. Wir werden darauf sparen, wir werden uns den jetzt natürlich noch nicht kaufen. Wir werden darauf sparen, werden also jetzt noch ein, zwei Linien fahren und dann das Ganze machen. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, Ansgar, du musst deine Busse einheitlich lackieren und deswegen machen wir das auch. Wir werden, glaube ich, mit welchem sollen wir fahren? Das Problem ist halt, ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Lackierungen, die hier verfügbar sind. Ne? Wir haben viele noch nicht freigeschaltet, das ist ein bisschen schade. Aber, ach ja, und die Entwickler haben mir auch einen Special-Skin noch zugeschickt.
Hier für diesen, den könnte man natürlich auch verwenden, aber das sparen wir uns vielleicht noch auf. Aber was ich mir dachte, was wir machen, ist folgendes. Wir werden den, wollen wir den oder den fahren? Wir fahren heute nochmal mit dem MAN. Dann werden wir nämlich folgendes machen. Wir haben jetzt Werbung freigeschaltet und deswegen werden wir die jetzt einfach mal anbringen. Das bringt uns nicht so viel. Die bringen uns nämlich irgendwie kein Geld ein. Aber hier, die bringt uns 1000 Euro die Woche. Das ist die einzige Werbung, die wir im Moment anbringen können. Für Wosnica. Keine Ahnung, was die machen. Steht auch nicht dran. Kaufen sie einfach Wosnica. Egal. Das haben wir jetzt einfach mal angebracht und das wird uns jetzt immer Cash einbringen. Hoffe ich. So, genug geschnackt. Jetzt geht's los. Zuckerfabrik, da wollen wir drauf fahren, Fahrt starten, wir nehmen mal Tag, nehmen natürlich unseren MAN dann auch, Schnellstart machen wir mal an, umgekehrte Strecke aus, Kreis aus, Rundfahrt aus, Too Early Event können wir mal anmachen, Fahrkartenautomat wollen wir auch haben und realistisch wollen wir fahren, los geht's, ab geht da der Peter. So. Ja, ich habe nochmal in die Liste, der Publisher hat allen, was passiert jetzt? Es passiert nichts. Gucken was. Der Publisher, der hat allen Presse- und YouTube-Leuten so eine Liste geschickt, wo drauf steht. Uiuiui, okay. Nochmal Grafik angepasst, okay. Wo drauf steht, welche Fehler schon bekannt sind. Und da war übrigens auch der Fehler mit der durchsichtigen Rückbank hinten drauf. Also das nur zur Info. Und, was ich auch noch zeigen wollte, beim Setra geht das Fahrerfenster ja nicht auf. Tada! Also, das muss ich nochmal kurz hinterher schicken. So, und dann würde ich sagen, fahren wir. Also das Lenkrad finde ich aber immer noch komisch. Das müssen die echt nochmal überarbeiten. So. Guten Tag. Kommen Sie rein. Grüße Sie. Ja, das denke ich auch, wenn Sie zweimal Standard Einzel. Mache ich ihn fertig. Bitte. Sonst keiner. Ich dachte, ich könnte mal heute einen richtig guten Tag hier machen. So, das habt ihr mir auch noch geschrieben. Man kann nämlich hier auch auf in diese Ansicht gehen und kann dann direkt Leute ermahnen. Aber wir können natürlich jetzt auch noch mal kurz gucken. Wer hat hier die Fahrkarten? Bitte? Sie haben Fahrkarten. Sie haben auch eine gültige Fahrkarte und Sie? Auch. Ja gut, da habt ihr in die Kommentare geschrieben, ich soll das öfter mal machen, deswegen habe ich es jetzt schnell nochmal gemacht. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren ja hier in Dreitürer. Das muss uns natürlich bewusst sein. So, das heißt, wir müssen die dritte Tür auch immer mit aufmachen. So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal zum Heuschober. Zum Heuschober. Ja. Eine Sache, und da muss ich euch loben, weil das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen beim Fahren. Also, ich dachte mir schon so im Straßenbild, da fehlt was, aber da dachte ich mir, das liegt an anderen Sachen. Huiuiui, sorry, ein Fehler. Ich habe aus Versehen die Tür geöffnet. Bin da auf die Taste am Lenkrad gekommen. Da habt ihr mir geschrieben in die Kommentare, Ansgar, ist dir eigentlich mal was aufgefallen? In der Stadt gibt es keine einzige Ampel. Und da habe ich mir das angeguckt, bin noch mal ein paar Runden gefahren und dachte mir, ihr habt recht. Es gibt hier keine einzige Ampel. Komisch. Also ich weiß nicht, was das soll. Das ist ja nun jetzt kein Hexenwerk, oder? Eine Ampel. So, Sie wollen einmal Student für eine Woche. Dann möchte ich Ihnen das geben. 6 gibt zurück. Ach, gibt's hier auch. Nee, man kann hier nicht diese Schublade öffnen. Zweimal Standard Einzel. Natürlich. Das ist schon komisch mit dem mit den Ampeln. Was da wohinter steckt? Die Stadt hat alles für den Nahverkehr ausgegeben.
Da war kein Geld mehr für Ampeln übrig. Und dann geht's weiter zur Kornstraße. Okay. Mensch, was ist denn da los? Schon wieder Stau. Ich komme noch zu spät. Wir sehen es unten jetzt übrigens, der Timer, ne? Also da habe ich, den habe ich irgendwie bis jetzt konsequent missachtet. Aber der zeigt ja schon was an. Also wir sind jetzt schon 9 Sekunden zu spät. Mal gucken, wann wir ankommen an der nächsten Haltestelle. Das wird sich dann auch so fortsetzen. Das gab es, glaube ich, auch beim Vorgänger. Da war es nur so, dass irgendwie Verspätung war schlimm, Verfrühung war okay. Das war ein bisschen merkwürdig. Hier ist das jetzt ein bisschen anders. Hier, wenn man hier zu früh am Start ist, dann wird einem das auch mitgeteilt. Okay, dann fahren wir mal. Hoppala. Guck mal, weiter. Nee, da kommen wir nicht rum. Sorry. So. Okay. Dieser Spiegel ist übrigens auch, das ist eine ganz interessante Sache. Ich dachte mir nämlich, also ich habe mir die Videos angeguckt und da ist mir schon aufgefallen, dass ich immer relativ weit von den Haltestellen weg gehalten habe. Also man fährt ja eigentlich als Busfahrer möglichst dicht dran, damit das auch mit diesem ganzen Niederflurzeugs und sowas Sinn ergibt, ne? Also dass die Leute quasi ohne Stufe einsteigen können, so wie ich das gemacht habe. Ist also natürlich, macht man es in der Realität nicht, ist ja klar. Wäre total blödsinnig, wenn da jemand dann mit einem Kinderwagen oder sowas rein will oder jemand, der nicht mehr so ganz gut steigen kann oder sowas, dann muss er sich da immer quälen. Deswegen hält man eigentlich viel näher am Bordstein. Nur, und das werde ich nicht demonstrieren, weil es irrsinnig teuer ist, ich glaube 30.000 kostet das oder so, wenn man zu nah ranfährt, gerade hier mit diesem Bus, dann kann es passieren, dass man die Leute mit dem Spiegel trifft und dann heißt es Person angefahren. Und dann war es das. Also, dann muss man die Strafe zahlen. So, einmal Standard Einzelkarte. Oh, ich muss... Ich bin heute in Plauderlaune, glaube ich, ne? Heute Morgen bin ich tatsächlich mit dem Bus gefahren. Also, in der Realität. Auch mit dem mit einem MAN, aber... Ach Mensch, gehen Sie bitte aus der Tür raus. Ich hab's eilig. Sie, bitte raus. Was fällt Ihnen ein? Überall ist im Bus Platz, aber Sie müssen in der Tür stehen bleiben, natürlich. Also, soweit kann ich ja leiden. So Leute wie Sie. Ne? Machen wir gleich mal kurz eine Fahrscheinkontrolle. So. Ne, aber da bin ich tatsächlich heute noch mit dem Bus gefahren und der Busfahrer, der war irrsinnig freundlich. Der hat jeden mit einem Morgen begrüßt. Morgen, hat er immer gesagt. Das war wirklich ein super Busfahrer. Also muss ich mal meinen Respekt und mein Lob aussprechen. Sollte ich ihm vielleicht mal persönlich sagen. Das war super. So. Wir haben eben was mit der Kirche erfahren. Ganz am Anfang. Wenn es nicht... hallo, wer sind wir? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Will der nochmal überholen? Ne, jetzt will er nicht mehr überholen. Ich wollte ihm gerade mal sagen, was ich davon halte. Dass er da überholen will, mitten auf der Straße. Lebensgefahr. Also, wie die Irren fahren sie hier. Wie die Irren. Ja. Aber die Kirche, die behalten wir mal im Kopf. Thema Easter Egg und so. Da werden wir noch mal hinfahren, wenn es dann soweit ist. Ich denke mal, nach der Erledigung dieses Levels. Ach, das alte Sägewerk. Das bereitet Kopfschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde diesen MAN bis jetzt so
Den Citaro fand ich eigentlich ganz gut. Der Innenraum stimmte dann nicht. Beim Setra stimmte der Innenraum zwar, aber das Lenkrad nicht. Gut, das wird noch überarbeitet. Studentenwoche. Nee, verklickt. Und hier stimmt aber das Dashboard, das Lenkrad nicht so ganz und der Innenraum auch nicht so ganz. Also hier, das ist eher ernüchternd. So, Standardwoche. Bitteschön. Zwei zurück. Okay, sind wir alle drin? Hoffnungslos verspätet. Ah ne, jetzt geht's wieder. Eine Minute haben wir noch. Mensch, was ist denn da wieder los? Wieder Stau. Das meinten die wohl mit verkehrsreich, ne? Aber dass es hier wirklich keine Ampeln gibt, das ist ja skandalös. In welcher Stadt gibt's keine Ampeln? Ja, da würde mich mal interessieren, was dahinter steckt. Das wird ja kein Fehler sein, das wird ja Kalkül sein. Aber wieso? Also. Oh, sie laufen ein bisschen neben der Spur. Merken Sie was? Naja. Auf dem Rasen läuft sich manchmal auch besser. So Leute, was ist hier? Ist das hier ein Streik oder was? Nee. Oh, ich habe mich, glaube ich, verfahren. Kann das sein? Ja. Kann ja mal passieren, ne? Passiert dem besten Busfahrer. Passt auf. Wir machen folgendes Manöver. Ich bezweifle, dass es eine gute Idee ist, was wir hier gerade machen, aber... So, einmal kurz zurück. Muss jetzt mal sein gerade. Okay, und dann nochmal vor. So, sollte man im rechten Leben natürlich so nicht machen. Da sollte man sich immer einen Einweiser besorgen und auch das Warnblinklicht anmachen. Haben wir jetzt mal nicht gemacht, aber... So, wir müssen nämlich erst in die nächste Haltestelle rein. Und dann nochmal. Alle warten immer artig, dass wir dann hier unser Manöver absolvieren. Unser Fahrmanöver. So. Boskorp Lagerhalle. Okay. So, alle drin, alle ausgestiegen. Können wir weiterfahren. Na, Meister der Verspätung ist hier, hat sich wohl angekündigt. Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, dann können wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Okay. Und dann nochmal um die Runde hier. Und dann halten wir an. Das ist unsere Wasseraufbereitungsanlage. Wo ist denn die Wasseraufbereitungsanlage? Sieht man die auch? Können wir aussteigen, mal kurz gucken. Ist irgendwo eine Wasseraufbereitung? Ah, okay, das ist das Ding. Okay. Ja, interessant. So, dann gucken wir einmal kurz, wer hat hier Müll hinterlassen. Ah, hier, natürlich. Putzfrau Ansgar ist wieder in der Haus, beziehungsweise in der Bus. Und dann schließen wir ab. Einkommen, 14.000. Ah, ist okay, würde ich sagen. Wir haben jetzt 224, das heißt, wir brauchen noch 100.000. Aber wir dürfen jetzt hier wieder eine Sache freigeschaltet haben. Okay, wir können aber immer noch kein
Bus hier kaufen. 85% der freigeschalteten Haltestellen sollten auf Strecken sein, die mit Fahrern Einkommen generieren. Ah, okay. Mhm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich überlege gerade, ob ich es in der nächsten Folge abfahren soll, die Route. Oder ob wir das in der... Ach, wisst ihr was? Wir fahren in der nächsten Folge einfach mal schon mal diese Route hier. Und dann fahren wir die später nochmal umgekehrt mit einem anderen Bus. Dann haben wir uns die nämlich auch mal angeguckt. Dann sind wir da auch mal rumgekommen. Und ja, dann sind wir auch mal am alten Sägewerk vorbeigekommen. So würde ich sagen, machen wir das. Dann haben wir ein bisschen Cash dann wieder eingefahren. Und ich hoffe, dass wir dann in der übernächsten Folge oder in der überübernächsten Folge den Iveco freigeschaltet haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne nächstes Mal wieder rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.